Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mental- und Praxistrainer. In diesem Beitrag geht es um das Thema, was ist ein Ziel? Ja, was ist ein Ziel? Alle haben wir Ziele, jeder spricht darüber, das kann in allen Bereichen sein, das kann sein sportlich, beruflich, finanziell, in der Partnerschaft, mental, geistig, was auch immer. Aber was genau ist ein Ziel? Und wie kann ich messen, ob ich sozusagen auf dem Weg bin oder ob ich mein Ziel erreichen kann? Also, ich will erstmal ein paar Fakten sagen. Ein Ziel ist erstens messbar. Ja? Das zweite heißt, es ist zeitlich begrenzt. Ich fange irgendwo an und irgendwo ist das zu Ende. Und das dritte ist, es sollte ein Ziel sein, ein Ziel sollte herausfordernd sein. Also es muss zu schaffen sein, nicht zum Beispiel, ich atme gleich mal 10 Sekunden lang gleichmäßig ein und aus. Weil, ne, das wäre messbar, zeitlich begrenzt, aber ob das so eine Herausforderung ist, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich gewürgt werde, aber ansonsten wäre es vielleicht nicht so schwer. Also es soll eine Herausforderung sein, ja, man muss sich schon dafür strecken, um dran zu kommen. Man sagt auch so ein bisschen nach den Sternen greifen. Trotzdem soll es irgendwo möglich sein. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte innerhalb von einem Monat die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, dann sage ich, ganz optimistisches Ziel werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr schaffen. Ja, also wenn ich aber sage, ich möchte vielleicht unter 12 laufen, das wäre schon ein bisschen was anderes. Also, es ist messbar, es ist zeitlich begrenztes Ziel und es ist eine echte Herausforderung, trotzdem zu schaffen. Das ist dann so dieses auf der Schneide. Herausforderung, trotzdem irgendwo Anführungsstrichen für meine Realität möglich. Das sind die Hard Facts. Und jetzt gibt es noch Sachen, es kann ja zum Beispiel ein langfristiges Ziel geben, dass man sagt, ich möchte bis zum nächsten Sommer möchte ich ein Sixpack haben, als Beispiel. Ja? Das heißt also ein Sixpack oder ein Fourpack, man weiß ja nicht, ob man alle sechs Dinger hier hat überhaupt, das weiß ich bei mir auch noch nicht, die sehe ich ja noch nicht. Aber das wäre ein Ziel, das ist ja wahrscheinlich das, was viele sagen. Sommer ist jetzt schon fast vorbei, also kann man direkt schon mal das Sixpack für den nächsten Sommer anvisieren. Ja? Also, ich möchte ein Sixpack haben, das ist messbar, das kann ich ja dann hinterher sehen, wenn ich es habe. Oder wenn ich es nicht geschafft habe, sehe ich es nicht, also messbar. Zeitlich begrenzt, heißt bis zum nächsten Sommer, das könnte sein Mai, Juni. Und es sollte eine Herausforderung sein. Das hat natürlich damit zu tun, von wo aus starte ich. Also wenn ich jetzt schon 10% Körperfett habe und man sieht vielleicht schon die oberen 4 und ich will noch die unteren beiden haben, dann ist das Ziel für mich vielleicht was leichter. Wenn ich mit 20 oder 25 oder 30% Körperfett starte, dann ist das Ziel wahrscheinlich etwas schwerer. Ja? Okay, also das sind die harten Fakten zu dem Ziel an sich. Und jetzt kommt so Sachen, wenn ich ein längeres Ziel habe, vielleicht ist das Ziel sogar noch was länger, aber ein halbes Jahr oder ein Jahr ist ja schon ein langer Zeitraum, dann mache ich mir Zwischenziele. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch stark Gewicht reduzieren will, ist 1,80 Meter und wiegt 120 Kilo und sagt vielleicht, ich möchte Größe minus 100 haben, ich möchte also auf 80 Kilo runter, dass man das Ziel so setzt, dass es, wie gesagt, für mich persönlich sich so anfühlt, dass ich es schaffen kann. Wenn ich keine Ahnung habe, mich da einzunorden, kann ich mir vielleicht ein bisschen Expertenhilfe holen, der mir sagt, so das und das ist realistisch. Und wenn ich dann auf diesem Weg bin, wo ich dann sage, ich möchte jeden Monat 2 Kilo abnehmen oder 3, dann wird man sehen, man wird am Anfang mehr abnehmen und dann wird das Abnehmen immer langsamer, weil der Körper sich an alles gewöhnt. Er gewöhnt sich an die Ernährungsumstellung, an den Sport, vielleicht hinterher ans Cardio-Training. Und dann werden die Erfolge immer langsamer. Aber ich setze mir Zwischenziele und sage, ich möchte bis Dezember schon mal auf 100 Kilo sein und dann runter. Oder ich möchte auf der Flachbank 120 drücken, ich drücke jetzt 90. Ich besorge mir jetzt einen anderen Trainingsplan, ich mache mich schlau, wie kann ich meine Kraft steigern, vielleicht mit 5x5 Training oder mit 2 Sätze A4 Wiederholung, 2 Sätze A6, 2 Sätze A8. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so zu trainieren, dass ich stärker werde, Maximalkrafttraining. Ich hole mir Hilfe dazu, ich überprüfe das, ich schreibe das auf und immer wieder zwischendurch überprüfe ich mich, bin ich in meinem Korridor, bin ich also auf dem Weg, habe ich sozusagen mein Teilziel schon erreicht und desto weiter weg das Ziel ist, desto wichtiger ist für mich Zwischenziele. Sonst hört der oder die eine, derjenige vielleicht auf, obwohl man gut auf Kurs ist, hört man auf,
Weil man denkt, man kann das Ziel nicht mehr erreichen, ist nicht zu schaffen, ist zu weit weg, ich schaff's nicht, ich blamier mich, ich habe vielleicht draußen Ansagen gemacht, was auch immer. Das ist natürlich Blödsinn. Also macht euch Zwischenziele, wenn es ein langer Zeitraum ist. Wenn ihr sagt, ihr wollt innerhalb von 4 Wochen was schaffen, dann macht euch halt Wochenziele. Ja, ich will mich jede Woche um so und so viele Prozent Kraft steigern, ich will mehr Gewicht nehmen oder ich möchte Körperfett verlieren oder ich möchte ein bestimmtes Gewicht auf der Waage haben oder ich möchte einen bestimmten Oberarmumfang haben oder was auch immer ihr für ein Ziel habt. Ne? Also aufschreiben, überlegen, was kann ich für mich schaffen, was ist eine Herausforderung, was ist noch für mich machbar. Wie kann ich mich überprüfen, vielleicht auch mit anderen Leuten über mein Ziel sprechen. Ja? Das ist positiver Druck. Ja? Also ich kann anderen Leuten sagen, pass mal auf, ich habe vor, bis dann das und das zu machen. Dann müsst ihr ja nicht jedem erzählen, der nicht leiden könnt, sondern Leute, wo ihr ein gutes Verhältnis zu haben, weil sonst ja schnell diese Hater kommen, die dann sagen, das schaffst du eh nicht, du bist zu alt, zu dies, zu Genetik, so kennen wir ja alles die Sprüche, sondern Leute, die euch wohlgesonnen sind, die euch vielleicht auch unterstützen, die auch mal nachfragen und wenn ihr dann mal eine Phase habt, wo ihr vielleicht so ein bisschen, ja, man ist ja nicht immer 110% bei der Sache, das ist unrealistisch, kein Mensch ist immer übertrieben gut drauf oder immer genau im Fokus. Und dass man dann auch von außen ein bisschen kommt, hör mal, wie sieht es bei dir aus, du wolltest doch bis dann und dann das und das schaffen, wie läuft es denn da? Und dann ist man vielleicht nochmal ein bisschen gepusht und sagt, ja genau, das ist ja mein Ziel, ich wollte ja das und das und hat vielleicht nochmal mehr Energie und bleibt mehr am Ball. Also wir halten fest, messbar, zeitlich begrenzt und es ist ein motivierendes Ziel, also eine Herausforderung, trotzdem kann ich es schaffen. Und dann diese Parameter wie zum Beispiel aufschreiben, Zwischenziele machen, mir Unterstützung von außen holen, vielleicht mir jemanden suchen, ähnlich wie ein Trainingspartner, der ein ähnliches Motiv hat, ein ähnliches Ziel hat, mit dem ich das zusammen mache. Also ich versuche mir Hilfen zu holen, ja, vielleicht trage ich was in eine Excel-Liste ein, was habe ich heute trainiert, wie viel wiege ich heute oder mit Fettkaliper messe ich, wie viel Fett habe ich. Als ich im Februar meine Body Transformation angefangen habe, habe ich 92 Kilo gewogen mit ungefähr 22% Körperfett. Jetzt habe ich 92 Kilo mit um die 11,5, was um den Dreh und ich hatte nur zwischendurch mal kurz 2-3 Kilo Gewicht runter, aber eigentlich nach kurzer Zeit habe ich die 92 wieder gehabt. Das ist immer noch wenig bei meiner Größe, ich bin 1,97. Das heißt, mein Ziel ist irgendwo 95, 96, 97 Kilo mit unter 10% Körperfett. Also ich muss gar nicht 100 oder mehr wiegen, ich möchte lieber so hart wie möglich sein. Und das bedeutet, ich bin ganz wenig auf die Waage gegangen, ich habe es immer mit dem Maßband gemacht, ich habe jeden Sonntagmorgen, wenn ich aufgestanden bin, bevor ich was gegessen habe, habe ich wirklich von der Wade bis zum Hals alle Maße genommen, Brustkorb, hier die dünnste Stelle, die dickste Stelle, Oberschenkel, Waden und meine Freundin hat die Stelle gemessen, was für mich ein bisschen schlechter war und so habe ich wirklich genau aufgeschrieben, wie verändert sich mein Körper und auf die Waage bin ich, das glaube ich, das erste Mal im Februar habe ich angefangen, im Mai gegangen, 3 Monate später. Ja, also die Waage war für mich persönlich nicht wichtig, weil ich wollte kein Gewicht verlieren, ich wollte nur Fett reduzieren. Ja, könnte eine gute Idee sein, dass ihr vielleicht einfach wirklich am dicksten Stelle am Bauch, weil die meisten Leute geht es ja darum, eine möglichst schlanke Taille zu haben mit möglichst viel Muskulatur, messt an der dicksten Stelle, in der Regel unter gleichen Bedingungen, heißt vielleicht einmal die Woche zum gleichen Zeitpunkt, immer vor dem Essen oder wenn, dann montags abends nach dem Essen, aber immer gleich. Auch wenn ihr eine Waage habt, wiegt euch unter den gleichen Bedingungen. Wenn ihr mit diesem Handstrommesser euren Körperfett messt, messt das zu gleichen Zeitpunkt immer unter gleichen Bedingungen, damit ihr Referenzwerte habt. Ja, weil diese Geräte weichen alle ab, aber wenn ihr immer unter den gleichen Bedingungen macht, selbst wenn der Wert nicht stimmt, dann seht ihr aber trotzdem eine Tendenz, wohin ihr euch bewegt. Okay, das war's von mir zu dem Thema. Was sind Ziele? Wie kann ich Ziele formulieren? Wie kann ich gucken, dass ich mich da supporte? Was ist ein Ziel? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, Like, abonniert mich. Und schreibt eure Kommentare unten rein. Bis dann. Ciao.